Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Genau so ist es und in dieser Folge reden wir nochmal über Vive la Car und das bedeutet natürlich, dass wir wieder, zumindest digital, mit Stefan Lützenkirchen sprechen, weil der kennt sich damit aus und der sollte auch die Fragen beantworten können, die ich von euch gekriegt habe und das echt dieses Mal wirklich, wirklich viele. Wir kriegen ab und zu, wenn wir irgendein Auto im Test haben, doch mal eine Frage, wo einer was wissen will, aber dass wirklich so viele Fragen kommen und ich habe sie ausgedruckt, das heißt, noch nie gehabt. Also großes Kompliment an euch. Ich sage auch, ne, geht dahin und tut dergleichen mehr. Bei Fragen immer uns eine Mail schicken. Mailadresse ist in den Kontaktdaten drin. Ja, und so kommen wir auch schon nach Köln, weil da sitzt der Stefan, hoffe ich, in seinem Büro und hört uns. So ist es. Hallo Thorsten, grüß dich herzlich aus Köln. Hallo, sei gegrüßt. Lieber Stefan, wir haben ja nun in der vorherigen Folge über Vive la Car gesprochen, was das ist, was ihr alles für Ideen habt. Und da haben uns so viele Fragen erreicht, dass ich dachte, ich spreche mit dir nochmal explizit über diese Fragen. Ja, lass uns mal anfangen. Mario aus Fußgönnheim hat geschrieben, ihr habt gesagt, dass das Abo keine Mindestlaufzeit hat. Auf der Webseite steht aber was von 3 Monaten. Ja, das 3 Monate ist die Kündigungsfrist. Also es wird keine fixe Laufzeit vereinbart mit unseren Abonnenten, sondern der Abonnent, die Abonnentin hat jederzeit die Möglichkeit, das Abo wieder zu kündigen mit der eben sehr kurzen Frist von 3 Monaten, die damit begründet ist, dass das Fahrzeug ja von einem Markenhändler kommt, der es zur Verfügung stellt und der kann sich dann wieder darauf vorbereiten, dass entweder dem nächsten Abonnenten zu geben oder wieder in die Vermarktung zu geben. Also das bedeutet jetzt, wenn wir, sagen wir mal, ich mir vorgestellt habe, dieses Auto für 6 Monate zu behalten, ich stelle aber, was weiß ich, nach 3 Wochen fest, oh Mensch, ich brauche es jetzt doch nicht, dann muss ich das Auto aber 3 Monate bei mir behalten. Dann behältst du das Auto weitere 3 Monate, hast aber dabei auch nochmal die Möglichkeit, dein Kilometerpaket auf das kleinste Kilometerpaket zu reduzieren und damit die Rate nochmal ganz erheblich, je nach Fahrzeug 40-50% herabzusetzen, sodass du die Freude hast, ein Auto vor der Tür zu haben, für den Fall, dass du es nochmal brauchst, aber eben ganz wenig nur dafür zu bezahlen und eben die Flexibilität ist dann auch sehr kurzfristig wieder loszuwerden. Und du darfst das ruhig sagen, ihr seid, glaube ich, auch der Anbieter mit der kürzesten Kündigungszeit. Also 3 Monate gibt es nirgendwo anders, ne? Du hast Anbieter, die, ich glaube, sogar 1 Monat Kündigungsfrist haben, kann ich dir jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Die meisten haben auf jeden Fall eine sogenannte Mindestlaufzeit von 3, 6 oder zum Teil sogar 12 Monaten. Und da sagen wir, das ist eigentlich kein Abo, das ist eher schon so ein kurzes Leasing. Und wir sind der Ansicht, dass wir die maximale Flexibilität bei Laufzeit und Laufleistung ermöglichen wollen. Und das tun wir eben mit der Möglichkeit, jederzeit kündigen zu können, keine Vereinbarung einer konkreten Laufzeit, aber eben diese sehr kurze Kündigungsfrist. Und wir haben Menschen, die sagen, ich brauche das Auto nur zur Überbrückung jetzt der Winterzeit und ich hole es ab und kündige in dem Moment, wo ich es abhole und weiß dann, ich nutze es nur genau diese 3 Monate und dann gebe ich es auch wieder ab. Was passiert, wenn ich das Auto gekündigt habe und stelle dann fest, oh Mensch, genau anschließend würde ich es dann nochmal 1 Monat brauchen. Also kann ich diese Kündigung dann noch zurücknehmen? Geht das? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird, auch von unseren Kunden und wir versuchen dann von Vive la Car die beste Lösung für unsere Kunden zu schaffen, indem wir mit dem Händler, der das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat, sprechen, was er mit dem Auto schon vorhat, ob er schon einen weiteren Plan damit hat und in der Regel finden wir eine sehr gute Lösung. Das ist eben auch der große Vorteil, was du ja immer sagst, bei Vive la Car, da sitzen auf allen Seiten immer Menschen. So ist es. Wir sind zwar ein hochentwickeltes Digitalunternehmen mit einem sehr charmanten Online-Prozess. Das ist ja alles sehr einfach und schnell gebucht und papierlos. Alle Vorteile, die wir vom Online-Handel kennen, die gibt es bei Vive la Car. Aber eben auch alle Vorteile, die wir mit persönlichem Service verbinden. Das betrifft sowohl Vive la Car, weil bei uns viele sehr engagierte und sehr nette Menschen arbeiten, die dann mit unseren Kunden sprechen und eben auch beim Händler, denn wir sagen ja, wir liefern natürlich Fahrzeuge bis vor die Haustüre, aber viele Menschen wollen das Auto sorgfältig erklärt bekommen von einem Experten der jeweiligen Marke und darum arbeiten wir mit Markenhändlern zusammen, die dann den Abonnenten das Auto bei der Übergabe sehr sorgfältig erklären. Mitarbeiter, das ist mein Stichwort. Sabine aus Geldern hat geschrieben, ich habe ein Geschäft mit 2 Mitarbeitern. Wenn ich ein Auto für meine Firma buche, darf dann nur ich dieses fahren oder auch meine Mitarbeiter? Stefan,
Wer darf fahren? Auch eine sehr gute Frage. Natürlich die Abonnentin, der Abonnent, der das Abo abgeschlossen hat. Mhm. Aber im gewerblichen Bereich haben wir das auch immer häufiger, dass die Firmen sagen, kleine Unternehmen, Mensch, das Auto sollen verschiedene Leute nutzen. Mit dem Abschluss des Abos kann man 1, 2, 3 zusätzliche Fahrerinnen oder Fahrer auch angeben und dann können die das Fahrzeug auch nutzen. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung, dass wir auch durchaus Nachbarschaften oder in Zukunft befreundete Menschen, die nicht zu einem Haushalt gehören, dass wir die auch in ein Auto, in ein Abo zusammenbringen können. Und daran arbeiten wir gerade bei den gewerblichen Betrieben und bei Haushalten geht das heute schon. Das geht heute schon? Also das heißt, wenn jetzt wirklich irgendwie in 2 Doppelhaushälften Familie Meier und Familie Müller wohnen, und die sich beide ein Auto teilen wollen, dann geht das? Das geht bei Familie Müller und Familie Meier, weil es eben dann 2 sind, wenn wir es zu Beginn des Abos auch vermerken. Das müssen wir vorher mit der Versicherung vereinbaren. Das machen wir auch sehr sorgfältig und das ist dann beim laufenden Abo nicht mehr möglich. Aber das ist natürlich gerade in dieser Zeit, jetzt Corona, Lockdown, die Menschen verändern ihr Mobilitätsverhalten. Da ist das eine super Lösung, um eben sehr wirtschaftlich, aber trotzdem autonom mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Du hast eben gesagt, das ist jetzt schon möglich. Das bedeutet, die ersten Nachbarschaftsautos sind unterwegs. Die sind unterwegs und wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Vive la Car hier eine sehr flexible Lösung in den Markt bringen, die über das, was wir heute an Flexibilität kennen, nochmal hinausgeht. Naja, und in Corona-Zeiten ist es ja nun auch wirklich so. Ich möchte auch wissen, wo ich jetzt irgendwo in einem Fahrzeug sitze, was ich da anpacke, ob das sauber ist oder ob das eben halt wie im Bus oder in der Straßenbahn sonst wer angepackt hat und da ist nie irgendwie mal mit Desinfektionsmittel drüber gewischt worden. Ich glaube, da ist dieses Nachbarschaftsauto eine wirklich gute Lösung. Das schafft einfach nochmal zusätzliches Vertrauen, wenn die Menschen sich kennen und auch einander respektvoll dann begegnen und dann das Auto nochmal sauber macht, nachdem man es genutzt hat. Das haben wir jetzt zumindest wahrgenommen in den Fällen, wo wir Kenntnis davon haben, dass das Auto durch verschiedene Menschen genutzt wird. Wir haben gewerbliche Kunden aus dem Bereich Handwerk oder auch die kreativen Berufe, Werbeagenturen, wo dann 3, 4 Menschen arbeiten. Man aber aus wirtschaftlichen oder auch ganz einfach praktischen Gründen, sprich man hat nur einen Parkplatz, sich dann für so ein Abo entscheidet und da funktioniert das wirklich sehr gut. Perfekt. Jetzt kommen wir zu einer Frage, wo ich sagen muss, Jürgen hat geschrieben und ich beneide ihn, weil Jürgen kommt aus Wien, eine meiner Lieblingsstädte und der schreibt, ich muss für einige Monate in Deggendorf arbeiten. Kann ich mit einem Vive la Car Auto am Wochenende heim nach Wien fahren oder darf ich damit nur innerhalb von Deutschland rumfahren? Nein, er kann mit einem Auto-Abo von Vive la Car nicht nur nach Wien, sondern auch in die Niederlande oder nach Dänemark oder nach Polen fahren. Wir haben da die gängigen Reiseziele innerhalb Europas in unserer Versicherung vorgesehen. Ist überhaupt kein Problem. Und übrigens, würde er in Wien wohnen, könnte er auch ein Abo abschließen mit Vive la Car, denn wir haben ja auch eine Filiale in Österreich und in der Schweiz. Heißt dann wahrscheinlich vivelacar.at oder .ch? Genau, das heißt vivelacar.at. In der Schweiz ist es so, dass wir das zurzeit mit BMW und Mini machen. Da heißt es dann bmw-abo.ch oder mini-abo.ch. Aber wir sind dabei, das weiterzuentwickeln und auch die Marken offene Plattform dann demnächst da zu eröffnen. Was übrigens noch ein Aspekt ist, Thorsten, wenn ich den noch anschließen darf. Immer. Ausschließlich bei Vive la Car ist das ohne Mehrkosten möglich, dass du die Länder wechselst. Also es gibt verschiedene Anbieter am Markt, die das auch ermöglichen, aber du musst dann für den zweiten Fahrer extra Geld bezahlen oder für die Auslandsfahrt musst du extra Geld bezahlen oder wenn du sagst, du willst eine Navigation im Auto haben, dann musst du dafür extra bezahlen. Bei Vive la Car, und das ist auch ein großer Charme unseres Auto-Abos, ist alles in einem Preis, außer eben das Tanken bzw. der Strom bei den Elektroautos. Und damit hast du auch einfach eine volle Kostenkontrolle. Das ist ja auch nicht verkehrt. Wollen wir mal zu unserem nächsten kommen? Gerne. Wird jetzt ein bisschen schwieriger. Daniel aus Kochel am See. Was passiert, wenn bei einem Unfall, wenn der Wagen in die Werkstatt muss, bekomme ich dann ein anderes Auto? Finde ich spannend, weil bei einem Mietwagen ist es ja so, wenn der Vermieter dann mir in so einem Fall ein gleichwertiges Auto liefert, wenn das Auto in die Werkstatt muss, dann bin ich mobil. Ist das bei Vive la Car genauso? Bei Vive la Car bist du auch mobil. Jetzt kommt es allerdings darauf an, wer hat den Unfall verursacht. Zuerst wir gehen immer von dem anderen aus. Okay, wenn es der andere ist, dann haben wir eh kein Problem, weil dann zahlt
die Versicherung des Unfallgegners auch für die Mobilität des Unfallgeschädigten. Und das organisieren wir gerne auch über Vive la Car und unseren Partnerhändler. Das wäre da möglich. In dem Moment, wo man selbst den Unfall verursacht hat, ist es dann so, dass man dafür auch ein bisschen die Verantwortung übernehmen muss. Aber auch da haben wir jetzt schon Beispiele gehabt, wo die Kunden dann gesagt haben, Mensch, jetzt habe ich hier eine Werkstattzeit, muss das Auto reparieren und kann es in der Zeit nicht nutzen. Da haben wir dann mit dem Händler eine sehr flexible und auch sehr wirtschaftliche Lösung gefunden. Bleiben wir mal bei Daniel. Wenn der jetzt den Unfall selber verursacht hätte, irgendwo in Gartenzaun gefahren wäre und das Auto muss in die Werkstatt, dann würde sich der Händler, der repariert, auch wahrscheinlich darum kümmern, dass er irgendwie eine Mobilitätslösung bekommt. Ja, wir sprechen ja von Markenhändlern und diese Markenhändler sind sehr gut organisiert. Dann hast du, wenn du auch eine normale Wartung in der Werkstatt hast, in der Regel ein sehr wirtschaftliches Ersatzwagenangebot. Also da würde es mich jetzt wundern, wenn wir nicht eine gute Lösung finden würden. Ist der Unfall verursacht, nicht der Abonnent, dann haben wir sowieso gar kein Problem mit der Mobilität. Dann ist die ja gewährleistet über die Versicherung des Unfallgegners. Ist der Abonnent der Unfallverursacher, müssen wir uns anschauen, wie wir das mit dem Händler lösen, dass unser Abonnent wirtschaftlich mobil bleibt. Okay, jetzt fangen wir an zu rechnen. Jessica aus Detmold schreibt, wenn ich ein M-Kilometer-Paket gebucht habe, darf ich ja 800 Kilometer im Monat fahren. Was ist, wenn wir, sagen wir mal, 100 Kilometer mehr fahre und im nächsten Monat nur 700? Muss ich dann die 100 aus dem ersten Monat bezahlen oder hebt sich das auf? Also sehr gute Frage. Kommst du mit? Ja, da komme ich mit. Gute Frage. Vive la Car macht hier den Abonnenten zwei Angebote und man kann sich entscheiden. Die eine Variante ist die, dass man eine monatliche Mehr-Minder-Kilometer-Betrachtung hat und nicht gefahrene Kilometer in den nächsten Monat übernehmen kann. Mehr gefahrene werden abgerechnet, nicht mehr gefahren, also Minder-Kilometer werden in den nächsten Monat mitgenommen und ich habe dann sozusagen so ein Konto, was sich dann aufbaut und kann das entsprechend nutzen. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist für die, die nicht so genau wissen, wie viel sie fahren, beziehungsweise wo sich die Kilometerzahl oder die Entfernung, die man jeden Monat dann zurücklegen möchte mit dem Abo-Auto, stark verändert. Da besteht die Möglichkeit, das Kilometerpaket monatlich zu wechseln. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, in einem Monat 200 Kilometer mit einer ganz niedrigen Rate zu vereinbaren und im nächsten Monat 2.500 mit der entsprechend höheren Rate dann und bleibst damit super flexibel, was den Preis angeht. Allerdings dann um den Preis, dass du die Minderkilometer nicht mitnehmen kannst, weil sonst wäre es nicht darstellbar. In allen Fällen gilt aber, dass wir versuchen, und das ist von Anfang an transparent einsehbar, ein sehr attraktives Mehr- und Minderkilometerpaket auch dran zu hängen. Das heißt, wenn jemand jetzt dieses Kilometerpaket wechselt, sagen wir mal von 500 auf 800 Kilometer im Monat und fährt dann 890 Kilometer, dann hat er 90 mehr Kilometer und dann wird das pro Kilometer mit einigen Cent abgerechnet. Das kann dann manchmal auch die wirtschaftlichere Lösung sein, als das nächst höhere Paket zu nehmen. Also muss man sich wirklich überlegen, wie viel Kilometer fahre ich und das Ganze dann mal durchrechnen. Das ist ein schöner Nebenbei-Aspekt, der durch diese Möglichkeit, das Kilometerpaket wechseln zu können, noch jetzt bei den Abonnentinnen oft angesprochen wird. Und Abonnenten, es ist so, dass du die wirtschaftlichen Aspekte natürlich vor Augen hast, aber du fängst auch an, so ein bisschen darüber nachzudenken, muss ich denn jetzt wirklich für die Fahrt zum Bäcker, die 800 Meter oder die 2 Kilometer, muss ich dann mit dem Auto füllen? Ja, das kann man manchmal auch zu Fuß machen, wenn es nicht gerade regnet. Wenn es nicht regnet, kann man das auch mal zu Fuß machen oder man steigt einfach mal aufs Fahrrad. Wenn es nicht regnet. Kommen wir mal weg vom Regen, gehen wir mal nach Braunschweig. Kerstin aus Braunschweig fragt, ihr habt gesagt, dass die Autos auch zu mir nach Hause geliefert werden können. Wenn ich ein Auto aus Frankfurt oder München abonniere, muss ich dann bei Inspektionen oder zum Reifenwechsel immer zu diesem Händler fahren? Dann ist mein monatliches Kilometerkontingent ja schon mit einer Fahrt weg. Ja, das stimmt. Ja, auch eine sehr gute Frage. Auch die lässt sich sehr gut beantworten. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, zu jedem Markenhändler vor Ort zu gehen und dort die Wartung vornehmen zu lassen. Immer in Absprache mit Vive la Car, weil wir zum Teil auch Partner haben, die auf uns schon eingestellt sind. Und das funktioniert auch sehr gut. Wir versuchen
jeden Tag mehr Händler für Vive la Carte zu begeistern. Und das gelingt auch im Lockdown jetzt ein bisschen langsamer als außerhalb der Einschränkungen, die wir jetzt gerade kennengelernt haben. Und somit gelingt es uns nach und nach dann wirklich auch alle Marken immer in der Nähe unserer Abonnenten auch vertreten zu können. Und dann ist der Weg auch kurz, weil wir haben bei Vive la Carte auch immer so ein Nachhaltigkeitsinteresse. Und da ist es natürlich nicht unbedingt Sinn der Sache, dass ein Auto quer durch die Republik für ein Abo transportiert wird. Das ist auch nur die Ausnahme. Das ist bei Autos, die sehr selten sind, der Fall. Aber oft gelingt es uns, dass das Auto aus der Nähe unserer Kunden auch kommt. Muss ich nochmal einhaken. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass auch zum Beispiel im Winter ja immer Winterräder dazugehören. Mhm. Ist das dann auch so, wenn, bleiben wir bei Kerstin in Braunschweig, wenn sie einen Golf hat, dort zu einem VW-Händler fährt, dass der dann aber auch die Winterräder da hat? Oder müssen wir dann erst warten, bis das von dem Händler aus, was hat sie geschrieben, Frankfurt oder München, die Räder erstmal zu ihm geschickt werden? Nein, das organisieren wir für Kerstin aus Braunschweig. Sie braucht sich da keine Gedanken machen. Sie wendet sich einfach zum Saisonwechsel, also von Winter auf Sommer, beziehungsweise von Sommer auf Winter, rechtzeitig an Vive la Carte. Und wir besprechen dann, wie wir das am komfortabelsten für Kerstin organisieren. Ganz einfach. Genau. Letzte Frage habe ich. Guck mal, so schnell sind wir schon durch. Marie aus, wie heißt das, Harzgerode? Spielt es eine Rolle, wie lange ich meinen Führerschein habe? Müssen Fahranfänger mehr bezahlen? Das finde ich spannend. Müssen die mehr bezahlen oder kriegen die überhaupt ein Auto? Heute ist es so, dass du mindestens 21 Jahre jung sein musst, um Vive la Carte nutzen zu können. Okay. Wir präsentieren aber in allernächster Zeit und alle, die das interessiert, empfehlen wir, sich auf unsere Newsletter einzuschreiben, die wir sonntags immer versenden. Wir präsentieren demnächst das Abo ab 18. Das ist jetzt, steht unmittelbar bevor. Ich hätte gerne heute schon ein bisschen mehr darüber gesprochen, aber die Voraussetzungen sind noch nicht ganz final geschaffen. Aber wir sind wirklich kurz davor, dass wir das Abo ab 18 präsentieren. Und dann sind wir in der Lage, auch den Menschen, die gerade den Führerschein erworben haben, ein sehr attraktives Abo-Angebot zu machen. Und das ist natürlich auch immer im Sinne der Eltern und der Großeltern, die das sehr oft auch sponsern, weil dann eben die Tochter oder der Sohn, die Enkelin, der Enkel in einem sicheren, modernen, neuen Auto unterwegs ist und das sehr wirtschaftlich und vor allen Dingen auch mit der schon erwähnten Flexibilität. Denn wir sehen ja, dass jüngere Menschen sich öfter auch anderen Möglichkeiten der Mobilität zuwenden und vielleicht nur im Winter dann ein Auto fahren wollen, weil man im Sommer wieder auf dem Zweirad sitzt, motorisiert oder mit Pedal, das sei dahingestellt. Und da wird Abo ab 18, glaube ich, ein ganz attraktives Angebot sein, um einerseits sofort Fahrpraxis auch zu erlangen in einem sicheren, modernen Auto und andererseits auch wirtschaftlich zu bleiben. Und das, glaube ich, ist ein sehr attraktives Angebot. Abo ab 18 demnächst bei Vive la Carte. Übrigens exklusiv, das können nur wir. Ich wollte gerade sagen, das macht aber auch sonst keiner, ne? Das macht keiner, das können nur wir und das wird in den nächsten Tagen dann gelauncht. Ist das aus deiner Sicht eine Alternative zum, ich sag jetzt mal, gebrauchten Auto, was man ja normalerweise als Fahranfänger entweder sich selber zusammenspart oder irgendwie von den Eltern oder von Großeltern gesponsert kriegt, was aber dann, was weiß ich, keine Ahnung, ein 15 Jahre alter Polo ist, der eben halt diese Sicherheitsstandards wie ein heutiges Auto nicht hat? Also das ist nicht nur für Fahranfänger eine Alternative, das ist für jeden Menschen eine Alternative, wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel Mobilität, wie viel Auto brauche ich wirklich. Hm. Wenn ich mir ein gebrauchtes Auto erwerbe, was dann 6, 7, 8 Jahre alt ist, 120.000 Kilometer hat oder so und da ein paar tausend Euro für hinlege, dann wissen wir beide ja, dass das in der Regel nur ein paar Monate dauert, bis die ersten größeren Wartungen anfallen. Und oft ist es ja auch so, dass unterschätzt wird, was ein Auto neben der eigentlichen Anschaffung noch kostet. Hm. Da reden wir ja von der Versicherung, von der Steuer und je nachdem gewerblich Grundfunkgebühr kommt noch dazu, dann musste man Reifenwechsel vornehmen, also diese Saisonreifen drauf machen. Und das alles kostet. Und die Menschen sind dann oft überrascht, in welche Kostenfalle man da tappen kann. Wenn ich aber weiß, dass ich das eigentlich nur für ein paar hundert Kilometer im Monat brauche und das Budget vielleicht auch gar nicht habe, sprich ich müsste die Investition auch noch finanzieren, dann ist es viel, viel wirtschaftlicher, ein Auto zu abonnieren, mit der Sicherheit, dass alle Kosten in der Monatsabo-Rate abgedeckt sind und ich nur noch tanke, dann weiß ich genau, was ich bezahlen muss. Dann habe ich viel Geld gespart, oft vor allen Dingen aber auch viel Zeit gespart. Denn wer sich ein Auto anschafft, hat einfach auch eine Verpflichtung, muss sich um die Versicherung kümmern, muss sich darum kümmern, wo stelle ich das Auto ab und wann wird es gewartet und wann, oh, jetzt brauche ich Winterreifen. Das fällt alles beim Abo nicht an.
Also eine wirklich alles in allem auch clevere und bequeme Lösung. Eine absolut clevere und bequeme und flexible Lösung, weil ich ja auch schauen kann, dass wenn ich im Sommer weniger Auto fahre, dass ich das Auto einfach abgebe oder aber die Kilometer so weit runtersetze, dass es mich wirklich ganz wenig nur noch kostet und dann halt mehr mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann tue ich was für die Umwelt, für mein Portemonnaie und habe trotzdem ein Auto vor der Tür stehen. Ja, also wenn du jetzt zu Hause sagst, Mensch, ich habe zwar jetzt auch noch Fragen, aber die sind jetzt leider nicht mehr bei den beiden gelandet. Ich kann nur den Tipp geben, einfach mal wirklich auf die Seite von VivaLaK gucken. Habe ich schon selber gesehen, da ist echt eine Menge schon beantwortet. Was nicht beantwortet ist, her damit, Mail an uns. Das werden wir dann wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Runde mal klären. Und ja, Stefan, was kannst du an Tipps noch geben? Wer sich nicht sicher ist, ist Auto-Abo für mich eine Lösung oder nicht? Was macht er? Der ruft entweder mal bei uns an oder er registriert sich bei uns im Newsletter unter vivelacar.com. Da gibt es einen Newsletter, den wir wöchentlich dann versenden mit aktuellen Angeboten. So bleibt man immer so ein bisschen auf dem Radar, was sich tut in der Auto-Abo-Szene. Und VivaLaK ist da ja ein Innovationsführer mit ganz cleveren neuen Ideen. Siehe jetzt Abo ab 18. Also vivelacar.com, der Newsletter. Oder sich einfach direkt an uns wenden, denn wir sind zwar ein digitales Unternehmen, aber mit vielen netten Menschen, die gerne Fragen beantworten. Das kann ich bestätigen. Einer davon, das ist Stefan Lützenkirchen und ja, den kann ich immer anrufen, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Und dann, wenn die Fragen mehr sind, dann kommst du auch mal zu uns in die Show und beantwortest wieder alle Fragen. Finde ich super. Thorsten, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir wieder die Gelegenheit hatten, über VivaLaK zu sprechen. Das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für diese Runde. Ganz klar geht natürlich die Message nach Köln. Bleib gesund, denn das ist im Moment, glaube ich, das Allerwichtigste. Das wünsche ich dir auch und gerne auf bald. Alles klar, bis dahin. Danke dir. Ciao. Danke dir. Tschüss. So, und das war's auch schon mit dieser Folge, mit Folge Nummer 48, um ganz genau zu sein. Also die Jubiläumsfolge Nummer 50, ist gar nicht mehr so weit weg. Mal gucken, was wir dann machen. Was wir dieses Mal gemacht haben, war auf jeden Fall wieder ganz was anderes, nämlich eure Fragen alle beantwortet. Wenn es noch zu irgendwelchen anderen Themen Fragen geben sollte oder wenn du noch mehr zu VivaLaK wissen willst, dann, ne, wie gesagt, geh dahin und tue dergleichen mehr. Schick uns eine Mail. Ich packe die Mailadresse auch in die Shownotes, aber die ist auch relativ einfach zu merken. Die heißt nämlich podcast.roadtrip@gmail.com. Das kann man sich echt gut merken. Schreib uns eine Mail, wenn du irgendwas wissen willst oder Lob und Kritik und dann her damit. Und dann gucken wir mal, wenn wir genügend zusammen haben, machen wir wieder eine ganze Folge dazu. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Am Ende, wie immer, der wichtige Hinweis, bleib uns bloß gesund und dann hören wir uns in Folge 49 wieder. Keine Ahnung, was du noch machst. Ich gehe jetzt erstmal ein Brot holen. Also, bis denn dann. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.